Die Geschichte der Stiftung Steineck besteht aus 70 Jahren Entwicklung und es geht weiter. 1952 legten Hermann und Margret Graf den Grundstein mit dem Kauf dieses Einfamilienhauses im Quartier Steineck. Betagte und pflegebedürftige Menschen wurden aufgenommen. 1955 war bereits der erste Ausbau nötig. In den 1970er Jahren fand die Umstellung zur Institution für Menschen mit Behinderung statt. Die nötigen Ausbauschritte wurden 1976/77 realisiert. Aus dem Privatheim wurde 1992 die Stiftung gegründet. 2006 konnte ein Wohnblock im Quartier Ländli dazu gemietet werden. Schon während der Bauzeit wurden die speziellen Bedürfnisse für die spätere Nutzung berücksichtigt. Gleich gegenüber entstand 2015 der Neubau Langfuri, der schließlich den alten Standort im Steineck ablöste. Die 2021 neu erstellte Photovoltaikanlage zeigt, dass die stete Weiterentwicklung alle Bereiche betrifft. Die Räumlichkeiten der Stiftung Steineck bestehen aus dem Hauptgebäude mit Cafeteria und Ateliers für die Tagesangebote, dem neuen Wohngebäude und dem Wohnblock gegenüber mit zwei Wohngruppen und Büroräumen. Einige Bewohnerinnen und Bewohner erlebten Jahrzehnte der 70-jährigen Geschichte mit, weil das Steineck ihr Zuhause war und ist. Bertha Brunner lebt seit 1971 in der Institution. Im selben Jahr trat auch Käthi Schlegel ein. Bernhard Ottiger kam 1970 ins Steineck. Auch wenn die wilden Jahre vorbei sind, alle drei fühlen sich immer noch wohl in der Stiftung Steineck. Sie und die Stiftung sind zusammen älter und reifer geworden. Das Bewährte ist geblieben, den Mitarbeitenden in den Tagesangeboten sinnvolle Arbeiten anzubieten. Die Angebote werden laufend angepasst. Stets waren individuelle Lösungen das Ziel, welche die vorhandenen persönlichen Ressourcen berücksichtigten und förderten. Damals wie heute wurden Hilfsmittel konstruiert, um die Grenzen zu erweitern. Ja, ich finde es mega cool, haben wir jetzt hier am Langfuri so viele verschiedene Ateliers, wo die Leute so viele Ressourcen einbringen können und ihre Fähigkeiten zeigen und auch immer wieder Neues dazulernen. Gerade jetzt auch in der Kleinküche, wo wir so viele verschiedene Zeug machen und die Mitarbeiter auch Ideen können bringen und sagen, was sie lesen finden für Rezepte und wo wir dann auch umsetzen können. Und wir auch immer alle zusammen Neues dazulernen. So ist es mega spannend und lebendig. Seit Jahrzehnten werden auch Menschen mit hohem Betreuungsbedarf aufgenommen. Gerade für solche Menschen ist es schwer, einen Platz zu finden. Mit zeitgemäßer Infrastruktur und familiärer Betreuung in den verschiedenen Wohngruppen konnte in den letzten Jahrzehnten das Wohnangebot stetig optimiert und den geforderten Standards angepasst werden.
Auch Neues wird nicht gescheut. Deshalb werden zunehmend auch Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung betreut. Unterstützte Kommunikation zieht sich wie ein roter Faden durch die tägliche Arbeit. Sie hat viele Facetten, von Beschilderungen und Tagesabläufen über Gebärdensprache bis zu technischen Hilfsmitteln und Sprechcomputern. Ich bin Michel Baumgartner. Meine Hobbys sind Musik hören, Konzerte, ans Open Air oder Festival zu gehen, malen und ich gehe gerne in die Natur. Ich mache auch mal gerne einen Vortrag über Sprachcomputerprogramme oder auch über andere Themen. Ich schätze es hier sehr, dass ich mein Leben und meine Bedürfnisse offen kommunizieren kann und auch ausleben kann. Für die Mitarbeitenden bedeutet dies stetiges Lernen und Weiterbildung, Einsatzfreude, hohe Sozialkompetenz, Flexibilität und professionelles Handeln gehören zu den Grundanforderungen für die Betreuungsarbeit. Ich finde es mega schön, wie ihr herzlich sie mit den Mitarbeitern und vor allem mit den Bewohnern umgeht. Und für mich hat das auch noch mega Wert, dass sie Quereinsteiger wie mir ins Team einbeziehen. Dank dem engagierten Einsatz von kompetenten Mitarbeitenden werden unsere Bewohnenden und Mitarbeitenden in den Tagesangeboten befähigt, nach dem Normalitätsprinzip am Leben teilzuhaben. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner sind auch bei ihren Freizeitaktivitäten auf Unterstützung angewiesen. Damit möglichst niemand unfreiwillig sein Zuhause verlassen muss, wurde eine Wohngruppe für ältere Menschen eröffnet. In dieser Gruppe wird ein bedarfsorientiertes Programm angeboten. Auf Wunsch ist auch die Mitarbeit in den Tagesangeboten möglich. Die Worte aus dem Leitbild sollen im Alltag lebendig werden. Wir leben eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre und persönliche Wertschätzung, wahren das Recht auf Würde, Intimsphäre, Mitbestimmung und Information und beziehen das Umfeld aktiv mit ein. Ich bin seit 3 Jahren Nachtwacht hier in der Steinegg und ich bin immer wieder von Neuem beeindruckt, wie individuell dass man auf Bewohner eingeht, aber auch auf unsere Mitarbeiter. Ich finde, das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Individualität und Selbstbestimmung werden sehr gross geschrieben da. Was ich finde, macht die Steinegg zu einem sehr modernen und fortschrittlichen und vorbildlichen Betrieb. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich ein Teil davon sein darf. Mit Hans-Peter Graf scheidet das letzte Mitglied der Gründerfamilie aus der operativen Leitung aus. Das neue Team wird die Arbeit weiterführen, Bewährtes erhalten und Neues wagen. Ich kenne aus den vergangenen Jahren Mitglieder von der Geschäftsleitung sehr gut. Sie verfügen über sehr gute menschliche wie auch fachliche Kompetenzen. Yvonne Hotz, die neue Geschäftsführerin wird übernehmen, darf wissen, dass sie wunderbare Mitglieder hat in der Geschäftsleitung. Sie werden mit ihr zusammen für die Bewohnenden und TA-Mitarbeitenden auch sehr gute Angebote fürs Wohnen wie das Tagesangebot zur Verfügung stehen. Die Stiftung Steinegg ist als Arbeitgeber hervorragend aufgestellt. Ich konnte in all den Jahren, und die sind schon mehr als 15, die Ausbildung in der Stiftung Steinegg absolvieren und auch die Führungskompetenz in einer Weiterbildung in Anspruch nehmen, bis hin zur Bereichsleitung vom Arbeitsbereich. Die Unterstützung war immer da und ich wurde sehr professionell gefördert. Ich bin erst seit wenigen Wochen Teil des Steinegg-Teams und kenne die bewegte Geschichte der Stiftung bis jetzt nur vom Hörensagen. Ich freue mich aber sehr, zusammen mit dem Verwaltungsteam und den anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung aktuelle Projekte anzugehen, Prozesse für die Zukunft mitentwickeln und so auch die kommenden Jahre mitgestalten zu dürfen. Ich bin Leiter vom zentralen Dienst und in dem Sinn mehr im Hintergrund tätig. Aber in diesem dynamischen Umfeld sind natürlich auch wir sehr stark betroffen. Mein Team und ich sind aber bestrebt, all diesen Bedürfnissen auch gerecht zu werden.
Ich freue mich auf die neue Zeit und auf die neuen Herausforderungen. Vor fast 2 Jahren hat sich meine Rolle geändert. Angestellt als Teamleitung habe ich die Möglichkeit bekommen, den Wohnbereich in der Stiftung Steinegg zu leiten. Mit grossem Elan habe ich die Herausforderung angenommen und bin dankbar für die Chance, die ich bekommen habe. Das Ziel ist es, dass die Bewohner des Zuhause haben, wo sie sich wohlfühlen und mir zufriedene und motivierte Mitarbeitende haben. Ich arbeite gerne mit Menschen. Das war der Grund, wieso ich vor vielen Jahren in Stiftung Steinegg gekommen bin. Mein Ziel ist, die Zusammenarbeit so zu gestalten, dass für unsere Hauptpersonen eine möglichst hohe Lebensqualität erreicht werden kann. Das Vertrauen und die große Unterstützung, welche die Stiftung Steinegg in den letzten 70 Jahren zuteil wurde, sind auch in Zukunft wichtige Pfeiler, damit das Zuhause unserer Hauptpersonen erhalten und weiterentwickelt werden kann. Das neue Leitungsteam kann gemeinsam auf mehr als 55 Erfahrungsjahre in der Stiftung Steinegg zurückblicken und garantiert deshalb eine hohe Konstanz. Auch das neue Leitungsteam verdient Ihr Vertrauen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie unsere Bewohnenden und Tagesangebotsmitarbeitenden offen und positiv in den Alltag gehen und so das Beste aus der Situation machen. Unsere Mitarbeitenden zeigen eindrücklich, wie sie professionell und doch mit sehr viel Herzblut immer die Betreuten ins Zentrum stellen. Der Stiftungsrat freut sich sehr, mit der äußerst motivierten Geschäftsleitung unter der neuen Führung von Yvonne Hotz das stabile Steinegg-Fundament, das die Familie Graf in den letzten 70 Jahren aufgebaut hat, weiterzuentwickeln. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin auf die riesengroße Unterstützung zählen können von all unseren Partnern, unseren Spendern, den Nachbarn und der Bevölkerung, die uns bereits schon in der Vergangenheit erreicht haben.